Hallo Leute, willkommen bei Farmers Dynasty. Dies ist Teil 27. Und wir haben einen schönen neuen Morgen mit meinem schicken neuen Schlafzimmer. Die Vorhänge sind irgendwie gleich geblieben und immer noch sehr kitschig. Aber gut, will ich mal nicht so anspruchsvoll sein. Das sieht hier auf jeden Fall jetzt sehr viel besser aus. Und da kann man unsere künftige Gattin viel besser mit beglücken, nehme ich an. Hier muss ich natürlich nochmal den Boden machen. Aber man kann ja auch nicht alles auf einmal machen. Ja, mein allmählich langsam schöner werdender Hof. Gut, was habe ich mir vorgenommen für heute? Natürlich muss ich mich erst wieder um meine Hühner kümmern. Und um meine Kühe. Das sollte ich vielleicht gleich mal zuerst machen. So. So. Okay. So. Ja, die Kühe muhen schon. Immerhin haben sie halbwegs frische Luft. Okay. Es wird jetzt immer zu dunkel, wenn ich melke. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Jetzt geht's besser. So. Sehr schön, wunderbar. Okay, dann seid ihr soweit versorgt? Ich denke ja. Und nun noch die Eier einsammeln. So. Ups. So. Ein Stern? Ach so, ein Stern ist ja hier ganz normal in dem Spiel. Nur nicht so direkt neben der Eieranzeige, dann... Oh, hallo Hahn. Passt du gut auf, dass ich auch alle Eier einsammeln? Oh, ich glaube, da kam auch direkt nach dem Aufwachen die Meldung, der Hahn war fleißig und ich hätte irgendwie... 60 Euro oder 93 Euro oder so. Auf jeden Fall, für Küken hätte ich Geld gekriegt. Das ist doch gut. Da frage ich mich, ob das damit zusammenhängt, wenn man Eier vergisst und liegen lässt, oder ob das eine unabhängige Tätigkeit des Hahns ist. Dass die sozusagen versteckte Eier ausbrüten? Keine Ahnung. So. Und als ich das Spiel eben geladen habe, da hieß es, für einen schönen Blumengarten bekommt man täglich neue Sozialpunkte. Aber ich fürchte, dass hier diese wunderschönen Sonnenblumen und diese Wegwarte oder was das ist, dass die nicht zählen. Schade. Denn ich finde, ich habe schon einen relativ schönen Blumengarten. Allerdings hier muss man schon noch ein bisschen mähen. Da muss ich noch mal tätig werden. So, jetzt gucke ich mal, was das Geld so macht. 3000 Euro. Nun gut, da kann ich mich noch ein bisschen mit bewegen. Ich habe auch wiederholt gehört, dass es halt im Herbst, im September diesen tollen Markt gibt, wo man sehr viel mehr Geld für seine Eier kriegt und seine Eierprodukte und so. Und ich denke, da sollte ich dann vielleicht doch abwarten, soweit es geht. Auf jeden Fall nicht immer jeden Tag verkaufen. So, und hier geschenktechnisch bin ich ja gut aufgestellt. Pralinen, Parfüm und ein Ring. Und ihr habt mir gesagt... Auf dem Dachboden gäbe es in einer Kiste einen Ring.
Und ich glaube, ich war schon mal auf dem Dachboden, ziemlich am Anfang, als ich das Haus kennengelernt habe. Und da war irgendwie irgendein Dosenessen, aber kein Ring. Ich guck mal, ob ich da was übersehen habe. Irgendjemand von euch hat auch geschrieben, huch, dass es unterschiedlich ist und irgendwie zufallsgesteuert, was man hier findet. Also hier oben war ich schon, denn hier habe ich ja den Dachboden schon repariert. Und jetzt gucken wir mal. Die ist leer, die Schatztruhe. Das heißt, ich habe die schon geleert. Und ich glaube, es waren irgendwie so drei Fischdosen oder sowas drin. Kein Ring. Macht nichts, ich habe hier einen gekauft. So. So. Auf jeden Fall bin ich und habe ich noch Bratwürste. 5 Stück. Gut. Damit müsste ich hinkommen. Oh, und dann sollte ich noch nach meinem Gewächshaus gucken. So. Und nach den Gänsen. Das soll ein Reiher sein, habt ihr mir geschrieben. Ich finde, der sieht aus wie ein Storch. Und ich kenne Störche in echt. Wir haben hier nämlich in der Gegend recht viele Störche. So, jetzt wird hier aber erstmal wieder gewässert. Ja, das sieht doch prima aus hier. Ob das die Kürbisse werden? Und hier hängen vielleicht Peperoni oder so dran. So lange grüne Dinger. Das sind die Melonen. Das hier die Gurken. So, da hinten ist auch noch was Interessantes. Gehen wir mal hier in den. Das sieht nach Zucchinis aus. Aber halt noch in der Blütephase. Und hängen da schon welche dran? Aber die hängen doch gar nicht. Nee, das sind auch, glaube ich, die Stängel. Und hier haben wir die Tomaten. Ja, es ist eigentlich alles relativ realistisch dargestellt. Relativ. So. Denn diese ganzen Sachen habe ich bei uns im Garten schon angebaut. Gut. Was machst du denn hier? Hab ich zufällig meine. Nee, habe ich nicht einstecken. Uch, aber ich glaube, die könnte ich mir schnell schnappen. Meine Kettensäge. Zap, zap. Wusch. Weg ist er. Gut, lass mal stecken. Okay. Dann gehen wir jetzt mal Frau beeindrucken. Nee, Enten, Gänseeier. Gucken. Ja, sehr schön, sehr schön. So. Gut, hier auch. Sehr gut. Und das vierte, die vierte hat, glaube ich, keins, oder? Nee. Nö, die macht heute Pause. Okay. Gut. So. Naja, irgendwann muss ich vielleicht auch mal so echte Spießerblumen anpflanzen, um schöne Sozialpunkte zu kriegen. Und hier nochmal ein bisschen abmähen. Aber jetzt gehen wir Frau beeindrucken. Und ich hoffe, dass sie einem Naturgarten auch nicht abgeneigt ist. Ich hoffe ja, dass ich mich für die richtige Frau entschieden habe. Ich meine, der Vorteil, dass sie hier um die Ecke wohnt, ist, sollte eigentlich nicht ausschlaggebend sein.
Aber den Charakter der unterschiedlichen Frauen konnte ich nicht so recht, ja, erkennen, entdecken. Und die meisten waren rothaarige Schönheiten. Ja, da ist sie ja mal wieder. Hallo, ich bin gekommen, um dir dein tägliches Kompliment zu verabreichen. Hallo. Guten Morgen, mein Freund. So, hallo, meine Schönheit. Hallo, meine Schönheit. So toll, dich zu sehen. Schön zu hören. Danke dir. Sie scheint mich lieb zu gewinnen. Na, das hatten wir doch schon öfter. Gut, sie hat hier den offenen Mund und die Herzchen in den grünen Augen. Guten Tag. Guten Morgen, mein Freund. Ah, ich kann ihr ein Geschenk geben. Hier, das habe ich für dich gekauft. So, heute sind die Pralinen dran. Na, sie hat unsere Blumen aufgehoben. Das ist Das gut. ist so süß von dir. Du bist wirklich nett. So, jetzt gucken wir mal. Okay, immer noch die grünen Herzchen, aber ich denke mal, Hi. Guten Morgen, mein Freund. wir haben bestimmt ein bisschen Boden gut gemacht. So, aber kein weiteres Kompliment. Ich tratsch noch ein bisschen mit ihr. Haben Sie schon die neuesten Nachrichten gehört? Ich habe gehört, dass der Bürgermeister von seinem Hund gebissen wurde. Na, sowas. Jo, dann verabschiede ich mich mal. Viel Glück. Wir sehen uns. Jo, gut, tschüss, meine Liebe. Und jetzt suche ich mal wieder den Hund. Ich glaube, da muss ich ganz in die andere Richtung. Mal Karte gucken. Ja, gar nicht mal so ganz. Ich könnte hier direkt da lang gehen und. Ah, hier, der Stern ist ja die Markierung, wo der Hund zuletzt war. Okay. Stern, wo bist du? Gut, sehr gut. Also, da flitzen wir jetzt mal hin. Können wir hier ja erstmal auf so einem kleinen Sandweg gehen. Oder wir nehmen den hier. So, und da möchte man nicht mit dem Trecker fahren. Der ist teilweise doch recht schräg, dieser Weg. So. Und jetzt vielleicht querfeldein. Hallöchen. Mach mal einen kleinen Bogen. Ja, jetzt rennst du da ausgerechnet dahin, wo ich euch aus dem Weg gehen will, damit ich euch nicht erschrecke. Nun gut. So. Ich bin gespannt, ob der da noch ist oder ob der vielleicht weitergelaufen ist. So, ein paar Meter sind's ja noch. So. Irgendwie hat sich dieser Stern in die Luft in Luft aufgelöst. Mal gucken. Ja, ich dachte hier schon, okay, ich bin so ziemlich da, wo der Stern ist. Aber ich glaube, ich bin tatsächlich ungefähr da, wo der Stern ist.
Kein Hund. Ihr habt mir auch geschrieben, dass der nach dem Oliver zu dem Landhandel geht. Da könnte ich ja einfach mal gucken, weil das ist ja hier in der Nähe. Oh, Erdbeeren, lecker. Heute war ich tatsächlich ganz viel Erdbeeren pflücken. Bin ich eine Stunde mit dem Rad hingefahren und dann habe ich Erdbeeren gepflückt. 3,5 Kilo und dann haben wir die leckerste Erdbeermarmelade der Welt gekocht. Da fühle ich mich jetzt also hier fast wie im echten Leben. So, mit Zaun. Gehen wir einfach mal gucken, ob der da auf dem Gelände ist. Und wenn nicht, dann muss ich ihn halt suchen gehen. So. Da ist er ja. Hallöchen. Wurst geben. So, Rex scheint dich sehr zu mögen. Jetzt können wir ihn streicheln. Rex ist jetzt dein bester Freund. Denk daran, ihn regelmäßig zu füttern. Er kann seine Meinung ändern, wenn er vernachlässigt wird. Okay, wo läufst du hin? Hey, ich will dich streicheln. Ob er jetzt vielleicht zu mir nach Hause kommt? So. Ein schönes Erinnerungsbild. Na komm, wo bist du? So. So, und am besten bleibst du mal so. Ja, sehr schön. So bleiben. Wunderbar. Und wenn wir jetzt nach Hause gehen, kommst du dann mit? Ich guck mal. Ja, er hat jetzt ein rotes Herz. Seht ihr das? Das ist gut. So weit muss ich auch mit Jeanette mal kommen. Wir streicheln nochmal. Ja. Naja, und dann muss ich ihm wohl täglich seine Wurst geben. Oh, und ich sollte auch mal wieder angeln, um für die Katze einen Fisch zu haben. So, jetzt gehe ich mal hier lang und ich gucke, ob er mir nachläuft. So. Wie lustig der, der läuft. Der rennt wie so ein Schaukel. Nicht wie so ein Schaukelpferd heißen die Dinger. Also wie ein Schaukelpferd mit Beinbewegungen. Die gibt's ja mit und ohne Beinbewegungen. Ja, wollen wir wieder querfeld ein? Gut, da bist du ja Spezialist drin. Ich versuch's mal hier auf dem Weg, ob er mir dann auf dem Weg nachkommt. So. Wo ist er? Wo ist er hin? Jetzt müsste ich ihn ja finden. Da, ja. Nee, er geht seinen eigenen Weg. Oh, das reife Getreide. Man kann ja wohl Felder ankaufen und dann ernten. Wie beim LS19. Aber momentan habe ich sowieso nicht genug Geld. Ich gucke aber mal einfach spaßeshalber, was es kostet. 24.000. Ja, ich habe gerade mal 3.000. So. Aber pst, Rex, ganz leise. Da vorne sind Rehe. Dass du mir die ja nicht erschreckst. Ja, er könnte ruhig mal wieder rennen. Ich guck mal, wo
Groß denn zu uns nach Hause geht. Denn ich nehme mal an, er ist jetzt auf dem Weg zu uns nach Hause. Was ist denn hier für ein leerer Platz? Kenne ich den schon? Ach, das ist ein Feld, dieser leere Platz. Okay, gut. Ich hoffe, ich mache hier nichts kaputt. So, und jetzt gucken wir mal, ob Rex uns hinterherkommt. Rex, wo bist du? Ah ja, er rennt wieder. Sehr gut. Ich werde etwas hungrig. Oh, wo läuft er jetzt hin? Ja, halt so ein bisschen querfeldein, wie so ein Hund halt nun mal durch die Gegend läuft. So. Und hier sind wir, glaube ich, jetzt bald zu Hause. Ja. Rex, wo bist du? Da, auf. Der weiß genau, wo er hin will. Ob du jetzt in unsere Hundehütte einziehst? Na, ich gehe mal vor und zeig dir die Hundehütte. So, das hier ist ja auch ganz schön hoppelig. Das müsste man mal einebnen. So. Da kommt er angewetzt, aber ich sehe kein Herz. Da, jetzt erscheint das Herz. Okay, er muss also eine gewisse Mindestentfernung haben. Guckt ihn euch doch mal an, wie lustig der läuft. Du bist echt ganz großes Kino, mein lieber Rex. So. Hier, darf ich vorstellen, hier ist deine Hundehütte. Ob er wohl kommt? Da kommt er. Da kommt er. Und nimmt hoffentlich seine Hundehütte in Besitz. Na komm, ja? Ja, hier ist jetzt dein Zuhause, mein Lieber. Ja, sehr schön. Jetzt hast du dich so in den Schatten gestellt. So, jetzt. Wunderbar. Prima. Jetzt wird er nochmal gestreichelt. Streicheln. Sehr gut. Und jetzt suchen wir mal unsere Katze. James. Oh, er mag uns zwar noch, aber er liebt uns nicht mehr. Also wir müssen jetzt sofort angeln gehen, damit unsere Katze uns weiter liebt. So, ich hoffe, ich kriege das mal ein bisschen besser hin. Na, dass wir hier so einen eigenen Angelplatz haben, das ist doch fantastisch. So, da sehe ich auch schon Fische. Jetzt die Angelrute scharf machen und werfen wir die dahin. Jawohl. Ja, jetzt hauen die Fische da natürlich erstmal ab. Jetzt soll er wieder hinschwimmen. So. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Tja. Na, ein Angler muss geduldig sein. Jetzt. Diese Geduld fehlt mir gerade. Und? Ja, das sieht gut aus. Sehr gut. Jetzt fangen wir noch ein, wo wir schon mal dabei sind.
So, das geht ja recht schnell. Ja, gut. Sehr gut. Okay, dann fürs Erste reicht's. Ich guck mal, ob ich auch wirklich zwei Fische habe. Ja, ich habe zwei Fische. Dann gehen wir jetzt zu unserer Katze, damit sie uns wieder lieb hat. Müssen wir jetzt wahrscheinlich auch öfters mal Fische geben. Ich habe die Katze irgendwie so ein bisschen aus dem Auge verloren. Und dann habe ich irgendwann gehört, dass die nicht nur ab und zu mal, sondern regelmäßig Fisch haben will. So. Irgendwann konnte ich mal keinen geben. Na? Füttere die Katze mit Fisch. Ja. Ah, James scheint dich sehr zu mögen. Das ist gut. Ja, sehr gut. James hat mich wieder lieb. Oh, ich könnte sie jetzt nochmal füttern. Nee, 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 nee. Den heben wir für morgen auf, den Fisch. Gut. Na, das ist doch prachtvoll. Jetzt haben wir einen Hund, der hoffentlich hier bleibt. Mal gucken, wo steckt er denn? Also er muss ja nicht immer hier. Da. Rex und James. Wunderbar. Prima. Jetzt brauchen wir nur noch eine Frau. Ich fürchte, das war jetzt frauenfeindlich. War aber nicht so gemeint. Also eine Frau ist natürlich was anderes als, als ein Hund und eine Katze. So, und jetzt mähe ich hier noch ein bisschen. Was war denn das für ein Geräusch? Ein Löwe? Ah, ich bin hungrig. Ich esse jetzt mal erstmal ein Gänseei. Und noch eins. Gut, jetzt bin ich wieder satt. Und mit der Motorsense sense ich hier noch so ein bisschen hässliches Gekräuter weg. So. Jo. Gut. Oh, und das wird schwierig, weil hier diese schönen Blumen sind. Diese Sonnenblumenähnlichen. Ja, es ist gelungen. Gut. Kann ich hier jetzt noch. Ah, hier in der Ecke ist noch Gestrüpp. Lauf mal weg, Rex, ich will dir nicht wehtun. So. Na gut, dann lasse ich das Eck jetzt erstmal ungemäht. Hier. Nein, nicht die Blümchen. Hier noch. So, oh, hier ist auch noch Gestrüpp. Irgendwas Rosanes ist da in die Luft gesprungen.
habe ich durch den Zaun welche von diesen schönen Blumen weggemacht. Das ist aber schlimm. Das tut ja nicht weh. Aber dieses olle Gestrüpp muss natürlich hier weg. Tja, ich fürchte, ich habe diese wunderschönen Blumen unfreiwillig etwas ausgedünnt. Das ist natürlich schlimm. So. Okay, hier entlang noch und dann... So, echt Stöhnracker. Ich denke mir, ich könnte vielleicht hier entlang von diesem Zaun so eine schmale Blumenrabatte machen. Weil das ist was, was die Nachbarn dann auch recht schnell sehen. Oh, hier, das muss noch unbedingt weg. Und dann ist aber genug Gemotorsenzt fürs Erste. So. Oh, oh. So. So, jawohl. Hier noch ein bisschen. So, jetzt reicht's aber. Uff. Na du, eine treue Seele. Okay, das heißt, solange ich Streicheln Rex angezeigt kriege, ist er nicht wieder hungrig und irgendwann kommt dann Wurst geben und dann kann ich ihm die nächste Wurst geben. Also das wäre mein Plan, dass ich hier ein möglichst schmales Beet entlang des Zaunes mache, um die Nachbarn zu beeindrucken. Und ansonsten so weit wie möglich weiter meine Wildpflanzen hier kultiviere. Sofern ich sie nicht unfreiwillig absense. Aber es sind ja noch einige übrig geblieben. Gut, dann muss ich wohl beim Dingenskirchen eine Schaufel kaufen. Aber vielleicht haben wir sowas auch noch im... irgendwo rumstehen. Hier solche, oh Gott, wie heißen die denn? Hortensien heißen die, glaube ich. Sowas wäre auch nochmal fein. Das würde ich da glatt einfach so hinstellen, so als Dauerpflanzen. Oh, Gestrüpp. Aber heute nicht mehr. Das kriegt man ja da auch noch gestrüppt. Oh, okay. Da habe ich noch viel zu tun. Eine Schubkarre ist hier. Ob ich mit der was machen kann? Nee. Das ist wohl alles einfach nur Deko. Und hier gucke ich mal, ob da eine Schaufel ist. So. Aber hier habe ich ja schon gründlich gesucht. Nach der Kettensäge. Und habe keine gefunden. Oh, eine Palette durch die Wand. Nun gut. Dann werde ich mir wohl eine Schaufel kaufen müssen. Und ich glaube eine Harke auch. Und ja, dergleichen Dinge mehr. Und es muss ja auch noch einiges renoviert werden. Ja, aber ich denke fast, das mache ich als nächstes Projekt, weil das dauert ja bestimmt auch. Wobei, ich müsste vielleicht erst den Zaun reparieren.
Denn wenn ich da dann erstmal ein Beet habe, dann muss ich ja ins Beet reintrampeln. Also werde ich mir vielleicht Bretter kaufen und den Zaun reparieren. Und dann besorge ich mir das Gartenwerkzeug, um hier ein kleines Beet anzulegen. Ja, das machen wir aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge. Jo, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.